nach Südtirol. Sie hat seit Jahrzehnten Tradition. Die Feier des Südtiroler Schützenbundes am 8. Dezember für die verstorbenen und lebenden Tiroler Freiheitskämpfer. Auch heute versammelten sich in St. Pauls wieder 1500 Schützen zum Gedenken an Sepp Kerschbaumer und dessen Weggefährten. Und auch heute waren Selbstbestimmung und die Schutzmacht Österreich ein großes Thema. Der Dom in St. Pauls zum Bersten voll. Schützen aus Nord-, Süd- und Osttirol und aus dem Trentino, rund 1500 sind gekommen. Vor dem Gedenkstein für die Südtirol-Aktivisten dann die traditionelle Gedenkrede. Heuer hielt sie einer aus den Reihen von Sepp Kerschbaumer. Sigmund Rohner schloss sich mit 17 Jahren der Gruppe um Sepp Kerschbaumer an. Er war auch 1961 bei den Sprengungen dabei und wurde damals zu 3 Jahren Haft verurteilt. In seiner Rede Kritik an die Politik. Auf die Aussage Montis, dass Südtirol eine interne Angelegenheit sei, hätte Südtirol mit einer Stimme reagieren müssen. Österreich ist die Schutzmacht Südtirols. Österreich hat das Recht und die Pflicht, die Anliegen Südtirols zu vertreten. Der Südtirol-Sprecher der ÖVP fühlt sich angesprochen. Das hat in der letzten Zeit, in den letzten Wochen viele Kontakte gegeben. Und bei diesen, glaube ich, wurde auch klar, dass die Schutzfunktion ein wichtiger Rückhalt und ein wichtiges Bindeglied zu Österreich darstellt und dass Österreich diese Schutzfunktion auch wahrnehmen wird. Traditionell auch Thema am Gedenktag die Selbstbestimmung. Die politischen Ereignisse der letzten Monate und Wochen haben die Anhänger der Selbstbestimmung neu beflügelt. Man muss es da ganz einfach mit Felix Ermacora halten, der sagt, kein Staat der Welt kann einem Volk auf Dauer die Selbstbestimmung vorenthalten. Aber wollen muss man sie. Moderatere Töne kommen da von österreichischer Seite. Ja, zum Recht auf Selbstbestimmung, aber... Und nur die Selbstbestimmung zu verlangen, ja, und nicht zu sagen, was dann das Ende sein sollte, das ist vielleicht zu wenig. Deswegen sollte man sich das genau überlegen. Und ich glaube, man sollte auch keine Inflation der Selbstbestimmung machen, dass man immer wieder verlangt und dann eigentlich nicht weiß, wie es weitergeht. Aber trotzdem, etwas ist klar, die Selbstbestimmung ist ein Recht, das man niemandem nehmen kann. Man weiß nie, wo ist das Ende, sage ich, der Selbstbestimmung, wie weit geht das Ganze. Ich glaube trotzdem, dass man in Europa, in einem gemeinsamen Europa, immer muss auch das Gemeinsame suchen. Der gemeinsame europäische Weg zur Zeit Kerschbaumers und seiner Mitstreiter nicht denkbar. Ob sie sich heute für ihn entscheiden würden, eine Frage, die offen bleiben muss.